Lassen wir die Maria hier. Das machen. Wir können... Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir machen. Except. Ja, da können wir das so machen. Das wird schon gehen. Hoffen wir mal. So, weiter geht's. Next Sektor. Nehmen wir wieder einen ruhigen Sektor erstmal. Ja, genau. Wie fliegen wir? Machen wir das so? Ich hoffe, das schafft wir. Sowas brauchen wir nicht. Und zum Store brauchen wir auch noch nicht fahren oder fliegen, weil wir sowieso nichts haben. No life signs detected, okay. Schade eigentlich. Das ist eine ruhige Runde gerade. Das ist eine viel los. Ah, mit Rebel Fighter. We attack the Rebel Scout on an attack approach to a small refueling outpost. The weapon are charged by them. Not firing yet. Jetzt werden wir sie fertig machen. Das ist gut. So, also schilden das andere auf die Waffensysteme. Braucht zwar etwas länger zum Rechargen, aber immerhin. Wir machen das genau andersrum. Wir machen es so. Ah, beide daneben. Das ist wirklich nicht schön. Das ist so gut, dass die daneben gegangen sind. Hat bloß zum Glück nur eine Rakete sozusagen verbraucht. Das ist ja das Coole an der Waffe. So, fertig ist der. Mal sehen, was wir bekommen. 37 Scrap. Okay. Ja. Nochmal. Können wir was kaufen? Bisschen Energie. Vielleicht noch mehr. Lass es erstmal so. Nee, wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Mindestens ein. So. Weiter geht's. Store, nee. Nebel. Ach, fliegen wir mal in Nebel und gucken da, was da los ist. Okay, ja, hier scheinbar nichts. Hier runter. Immer angreifen. So, das weg. Das weg. Machen wir das so. Dieses Warten. Das macht einen nervös. Oh nein. Wenigstens sind die Waffen weg. Die haben nämlich Schild, wie soll man das erklären? Schild, deaktivierende Waffen, sag ich mal so. Das sind solche Ionenraketen, soweit ich es weiß. Ich habe auch nur Let's Plays geschaut und das sind solche Ionenwaffen, die das System kurzzeitig deaktivieren und immensen Schaden verursachen können auf die Dauer. Oh, nochmal. Das ist immer gut mit solchen Außenposten. Da bekommt man immer viel. Kaufen wir uns Energie. Das gebrauchen wir. Ich frage mich immer noch, was dieses Evade bedeutet. Da muss ich mal nachschlagen, was das heißt. So gut bin ich leider... Also... So extrem gut bin ich nur wieder nicht in Englisch. Aber... Geht ja halbwegs. So, mal sehen, was es im Store gibt. Vielleicht hätte man das doch nicht ausgeben sollen. (16) haben wir, bringt jetzt nichts. Wir reparieren einfach mal und kaufen uns noch eine Rakete, gut ist.
sparen wir die restlichen und springen weiter in den nächsten Sektor. Hoch geht's. Ah, gut. Ah, das ist ein einfacher. Hauptsache nicht so ein Beam-Maschine, die Leute auf dein Schiff rüber beamt und dann alle ermorden wollen. Das ist schon ein bisschen scheiße. Pegasus, was macht er? Die Waffensysteme. Burstlaser wieder ein Schild. So ein einfacher Schild, das ist gut. Was mich wundert, warum sind die Motoren zwei nach unten gezogen? Was ist hier passiert? Das gefällt mir gar nicht. Kommt jetzt hier... Ich denke mal, da ist jetzt ein Loch. Das ist nicht schön. Ja, das ist schon mal kaputt. So, Motor und dann ist gut. Wäre schon dämlich, wenn eben sowas, das ist ja jetzt offensichtlich, dass es irgendwie ein Loch, einen richtigen Schaden ist. Ein richtiger Schaden, der dann irgendwie, wenn er jetzt hier gewesen wäre oder da, da könnte man gar nicht mehr weg. Oder halt nur kurzzeitig drin sein, das ist schon scheiße. So, weg ist er. Ah, 20 Scrap, daher kann man nicht damit anfangen. Ah, ja. Kann man das reparieren? Ich weiß nicht, ob man das reparieren kann. Ja, kann man reparieren. Muss ich aber beeilen. Ja, das ist wirklich Spiel mit dem Tod. Schnell heilen und dann zurück. An deinen Posten. Maria. Distress. Mal schauen, was es da so gibt. Leave them alone. Probieren wir mal die 3. Wir haben ja einen Engi an Bord und vielleicht kann der übersetzen oder irgendwie sowas ähnliches. Vielleicht schaffen wir das. Ah, das ist gut. Your crew members are able to remotely fix the glitch in the defense AI, allowing to the repair crew to close in and finish the job. Das war gut. Das war jetzt gut dazu. Hat mir jetzt gefallen. Ich kann mir ja was Bestimmtes für unser Schiff noch kaufen. Refill Boost. Ich glaube, so das Problem haben wir noch nicht. Healing Boost auch nicht. Blastors, Normal Doors, Improved Blastors. Okay, das ist schon mal gut. Das nehmen wir mal. Türe, die verhindern, dass Feuer sich ausbreitet. Store. Ihr könnt ja schnell was im Store kaufen. Vielleicht ist da ja was. Mathieu. Sagen wir Mathieu Mantis. Ja. Engi, das ist ein Engi. Der ist schon was wert. Oder, nee, Burstlaser können wir uns leider nicht leisten. Nee, so Burstlaser eins. Was wollen wir damit machen? Kaufen wir uns den Mathieu. Ja, Mathieu, du bist bei einem Waffensystem. Du bist ein Mentis, du hast davon Ahnung, also mach dich an die Waffensysteme ran. Weiter geht's. Weg von hier. Auf in den Kampf. Ja, so schnell geht's. So schnell ist man wieder im Kampf. Dann beschießen wir mal die Schilde und mit unserer Rakete machen wir mal die Waffensysteme lahm. Bin mal gespannt, was unser Mantis so daraus macht. Schön, gefällt mir. Runter mit den
Motor, damit er nicht abhauen kann. Das können die nämlich auch. Spannend, wenn jetzt die Waffensysteme, nee, Schild muss weiter gemacht werden. Die reparieren wohl scheinbar ein Schild. Oh, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. Ich bitte um Entschuldigung. Ah, 39 Schrott. Na, leider nur eine Rakete und einen Treibstoff. Aber egal, besser als nichts. Und nochmal 20, das ist auch noch gut. Also ich verdiene ja ganz schön. Das freut mich. Vielleicht können wir ja noch was machen. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Das könnte wir vielleicht was werden. Evasion. Achso, bestimmt Evasion. Bestimmt was damit zusammen wegen Abhauen. Evade. Einfallen, sowas in der Art. Egal. Kaufen wir uns einfach mal das hier. Wir sind ja ganz neu und den Rest können wir ja sparen. Und ich schau mal nach, ob man speichern kann. Ja, das sieht so aus. Und ja, ich sage mal, das ist für heute mal das Ende. Ich kann leider jetzt nicht länger machen. Ich muss morgen wieder früh raus. Und sage fürs erste Tschüssi und hoffe, das neue Let's Play von mir hat euch gefallen. Mal sehen, wie viele Runden ich das mache. Vielleicht so 2, 3 Runden mal schauen. Vielleicht auch mehr, wenn es mir so richtig Spaß macht. Vielleicht können wir dann neue Schiffe dann nehmen. Und ja, also... Bis dahin, euer Hani 0007. Ciao, ciao.